Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland mit einer ganz besonderen Perspektive hier heute aus unserer Jodde. Seid herzlich willkommen. Es geht uns um ein technisches Problem. Und zwar seht ihr hier auf dem Boden diesen nassen Fleck. Da regnet es uns einfach rein. Das haben wir gestern schon bei unserem letzten Video, wo es um die Petromax Feuerbox ging, hat man schon gesehen, wenn man genau hinguckt, dass ständig vor dem Bild uns reintropft. Und dem wollen wir uns kurz auf die Spur machen, warum es jetzt hier eigentlich reintropft. Gut, die Jotte hat ein Rauchloch oben, die ist nie ganz hundertprozentig dicht, aber dass es uns so hier quasi schon ein kleiner See gibt, das stört uns dann doch. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, wo es herkommt, und vielleicht brauchen wir eure Vorschläge, wie man das Ganze behebe. Ihr seht hier unten fleißig nass, wie es hier reintropft. Man sieht die Wassertropfen hier. Und wenn wir jetzt nach oben gucken, sieht man hier auch unsere Rauchlochkonstruktion. Ich habe die J-Abdeckplane haben wir ausgesteift mit Holzlatte und die wiederum mit Schnüren nach außen abgespannt, sondern man kann es hier so leidlich erkennen, die Schnüre nach innen wieder gezogen. Das sind so Gummischnüre, dass die Plane im Wind ein bisschen Spiel hat. Und wenn man jetzt genau hinguckt, an der einen Schnur, wo hier der Zipfel reinhängt, da läuft also das Wasser rein. So, wenn man jetzt hier dem folgt, sieht man auch den Konstruktionsfehler. Dadurch, dass wir die Schnüre nach innen gezogen haben, läuft das Wasser außen auf die Holzlatte, tropft an der Schnur eben nicht ab, sondern läuft hier die Schnur runter über den Knoten hier rein ins Zelt. Das heißt, wir werden unsere Abspannung hier mit diesen einzelnen Schnüren nochmal deutlich überdenken müssen. Auf der Seite hier sieht man es vielleicht, da haben wir es schon versucht ein bisschen zu optimieren. Da haben wir in die Schnur einen Knoten reingemacht, damit das Wasser abtropft, bevor es letztendlich hier reinläuft und dann über die Schnur hier dann auch runterkommt. Also, die Aufgabe wird jetzt sein, uns eine Abspannmethode zu überlegen, die zwar unseren Bedingungen gerecht wird. Das heißt, wir wollen eine ausgesteifte Rauchlochabdeckung haben, wollen auf die Schnüre nach außen verzichten, aber auch das Ding nicht so rumbammeln lassen. Deswegen haben wir es nach innen eben abgebunden. Aber da müssen wir uns jetzt nochmal der Konstruktion überlegen, dass wir es schaffen, dass das Wasser eben nicht über die Schnüre nach innen reinläuft ins Zelt. Vielleicht müssen wir die Holzkonstruktion nochmal ändern. Vielleicht eine andere Abspannrichtung suchen. Aber ja, da werden wir jetzt einfach ein bisschen tüfteln müssen. Wenn ihr da gute Idee habt, wie wir das Ganze lösen können, dann sind wir da offen dafür. Also, die Frage geht an euch. Wie lösen wir das, dass uns hier nicht weiter das Wasser reintropft? Was hättet ihr für Vorschläge, die Abspannung zu optimieren? Wir freuen uns auf gute Ratschläge, werden versuchen, sie umzusetzen, dass, wenn es nächstes Mal regnet, dass uns nicht wieder das Wasser so ins Zelt reinläuft. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Freue mich auf eure Reaktionen. Euer Ralf von Jodeland.